Ja, hier an der Yama, heute mal schön mit den Grundrouten unterwegs auf die ganz kleinen Kandidaten. Was wir natürlich auch gleich noch testen könnten, wäre mit der Pose, mit der Stippe hier auch nochmal an der Yama auf Regenbogenstint. Einer der kleinsten Fische hier am Gewässer und ich hoffe, dass er gleich hier nochmal in richtig groß reingeht. Also, ich teste jetzt hier schon seit einer guten halben Stunde oder sogar schon ein bisschen mehr, allerdings immer wieder mit Unterbrechung, einfach schon mal die Ruten rausgeworfen und einfach geguckt, geht denn hier überhaupt was, geht denn der Fisch hier überhaupt rein? Ja, er geht rein. Die Frequenz ist eher, naja, so ein bisschen durchwachsen. Es gibt auf einmal immer mal wieder so Schübe, wo auf einmal zack, 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 eins, zwei oder dreimal direkt was zuppelt hier an der Rute oder an den Ruten. Ganz eigenartiges Verhalten gerade, aber auch immer mal wieder, wo halt nichts geht. Ganz am Anfang stand ich hier und sofort, zack, ja, innerhalb der ersten Minute sind sie hier reingegangen. Direkt nacheinander, auch über 100 Gramm, also auch deutlich die, ja, die größeren Kandidaten. Alles Regenbogenstinte. Und ja, dann hatte ich jetzt gerade erstmal schön Mittag gemacht. Und jetzt geht es wieder frisch gestärkt ans Werk. Und Attacke Vollgas jetzt hier gucken, was hier so geht. In der Nacht waren die nicht so ganz aktiv, wobei ich das auch gar nicht so richtig verfolgt habe. Jetzt gucken wir gerade mal, wie das in die Abendstunden hier reingeht und wie es dann vielleicht sogar noch in der Nacht wird, ob da irgendeine gewisse Aktivität herrscht. Ich habe auch schon ein paar Mal ausgeworfen, überlege auch die ganze Zeit, ob ich nicht noch andere Köder teste und so weiter. Bis jetzt hier komplett auf Borkenkäferlarve rausgeworfen auf 15, 16 Meter. Also gar nicht so ganz weit raus und ja, hier vorne in dem Bereich sollen die eben auch gehen. Weißt du was, wir machen mal ein, machen wir mal nur auf 10 Meter. Vielleicht sind die ja sogar hier vorne eher im richtigen Nahbereich, da muss man gar nicht so weit rauswerfen. So, testen, testen, testen heißt es. Immer wieder ausprobieren, wie und wo man vielleicht am besten die Brocken bekommt. Und den machen wir mal hier auf 20 Meter weit raus, dass wir hier schön Variation haben. Also in der Breite so ein bisschen abgefächert, in der Tiefe ein bisschen abgefächert, dass wir da so ein bisschen Spielerei haben. Zusätzlich habe ich zwei Variationen von Hakengrößen. Einmal standardmäßig hier jetzt gerade auf den Winkelpickern. Ich bin hier sehr fein unterwegs mit 3,1 Kilo an Vorfach. 18er Haken. 18er Haken, immer wieder gut für die kleinen Fische. Das ist auch einer der ganz großen, kleinen Haken. Also in der Kategorie klein ist das, wie gesagt, hier einer der größten. 18er Haken ist schon richtig gut. Und das, wie gesagt, mit Borkenkäferlarve für eine höhere Frequenz. Was man natürlich auch gut machen kann, wir wollen ja den Fisch in möglichst groß haben. Und wenn wir den gewichtsmäßig vergleichen, vielleicht mit der Hasel. Hasel mit 250 Gramm Trophy-Gewicht. Und hier der Regenbogenstint wird ja ähnlich groß. Wir gucken mal eben kurz rein hier in die Rekorde. Wöchentliche Rekorde. Und dann gucken wir mal eben hier runter. Wo ist er? Regenbogenstint. Guck mal, bis 300 Gramm nahezu. Und die ballern tatsächlich hier auf die ganz großen Blinker auch. Und wir sehen sie aber auch immer wieder hier auf Köcherfliegenlarve. Das heißt, das werden wir auch gleich mal eben checken. Und Philippe hier hatte das gepostet im Forum, im RF4-Forum. Das hier ist sein Beitrag und sein Spot auch gewesen. 279 Gramm, richtig, richtig nice. Dankeschön auch fürs Teilen vom Spot. Und das ist quasi jetzt hier auch die Stelle, an der ich stehe. Trotz allem teste ich jetzt gleich nochmal hier die Köcherfliegenlarve und vielleicht auch nochmal Doppelköder. Also, jetzt gehen wir hier nochmal vielleicht drauf. Beziehungsweise ich nehme nochmal den hier und mache hier nochmal die Köcherfliegenlarve drauf. Bisher komplett alle drei Routen auf Borkenkäferlarve. Und ich muss sagen, ja, dadurch, dass das so klar differenziert einfach nur dieser eine Fisch war, ist das nicht verkehrt. Wie gesagt, 16er Hakengröße für diese großen 200, 300 Gramm Fische ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Passt wirklich gut.
Wie gesagt, auch das zu vergleichen mit Hasel und Co. Also diese Fische in der Größe, warum nicht? Ich habe auch mal eine ganze lange Zeit probiert auf dem Don Kaulbarsch hier mit dem 16er. Das hat allerdings nicht so ganz funktioniert. Deswegen habe ich die andere Route eben nochmal runtergemacht auf 18er Haken, um da vielleicht nochmal eine etwas breitere Spanne zu haben. Ich gehe nochmal zurück hier auf 15 Meter Entfernung. Und das jetzt hier mit der anderen, also einmal mit Köcherfliege und jetzt hier mit Borke. Ja, wie gerade schon gesagt, Frequenz ist, ja, eigentlich nicht so richtig da. Es ist nicht so, dass man sich hinstellt und zack, 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 eins nach dem anderen hier reingeht. Vielleicht ändert sich das jetzt hier mit dem anderen Köder. Vielleicht ist der ja nochmal attraktiver. Andererseits, wenn ich hier gezielt immer nur diesen einen Fisch habe, bin ich damit auch an für sich komplett zufrieden. Und das kann auch gerne dann so weitergehen. Was ich auf jeden Fall auch noch teste, ist jetzt gleich einfach mal mit der Pose. Wir haben, ja, gleich schon 18 Uhr. Am besten direkt schon mal anfangen, bevor hier die Abendstunden reinkicken und man bald keine Zeit mehr hat. Also einfach mal probieren. Wir nehmen einfach mal hier die Match. Gehen hier auch fein rein. Und dann das Ganze hier, ja, das lassen wir mal so. Wer weiß, was da noch alles drauf schießt. Aber auch hier gehe ich mal eben rein mit einem 16er Haken nur. Und hier machen wir einfach jetzt die Kombination Win-Win, Doppelköder. Einfach beide drauf benutzen und wir gehen mal runter, machen wir mal so 1,50 Meter ungefähr hier vorne. Es könnte sein, oder eigentlich wäre es ganz praktisch, wenn ich hier fast auf Grundnähe unterwegs bin. So, zack. Ja, das passt doch schon ganz gut. Von der Entfernung sollte es passen. Treibangeln haben wir. Ich glaube, ich kann noch deutlich tiefer reingehen, denn tempomäßig ist mir das hier schon fast zu viel. Ja, deutlich zu viel. Aber es geht auch was rein. Und es hakt tatsächlich. Wäre jedoch nicht so schlecht. Da haben wir ihn auch schon. Regenbogenstint, 99 Gramm. Das ist doch schon mal ganz gut. Vielleicht mal jetzt nicht ganz so weit raus. Ah, siehst du, genau. Und hier vorne, da haben wir jetzt auch ein bisschen Grundberührung. Das ist ganz gut. Und er treibt langsamer. Perfekt. Also, wenn man so in dem Bereich ist, das könnte funktionieren. Ein bisschen weiter raus, vielleicht noch ein bisschen tiefer, dass der Köder so knapp über den Grund zieht, dadurch ein bisschen ausgebremst wird, aber wir haben trotzdem noch das Treibangeln hier stehen. Da muss man natürlich gucken, sobald sich die Pose so ein bisschen verändert, kann es da auch schon sein, dass dann da ein Biss ist und der Fisch quasi mit der Strömung weiter treibt. Oh, da war ich zu eilig. Schade, hätte mich natürlich jetzt schon interessiert auf dem neuen Köder, was da reingeht. Also direkt schnell wieder raus. Und hier weiter testen. Jetzt gehe ich hier aber nochmal ein bisschen weiter runter. Machen wir mal so 1,80 Meter. Andererseits, wenn ich überlege, an der Tunguska fängt man den auf Pose auch ganz gerne auf so 80 cm. Vielleicht ist er auch ganz gut im Mittelwasser unterwegs. Und dann müssen wir den hier gar nicht so über den Grund treiben lassen. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber das ist natürlich deutlich angenehmer. Es treibt langsamer. Eher mal die Chance, dass da die kleinen Fischis auch hinterherkommen. Und dann da reinschießen können. Aber vielleicht ist es auch einfach tatsächlich das Mittelwasser, was für die Fische nochmal interessanter ist. Ist da was dran? Es zuppelt hier immer noch dran. Ja, also es ist da immer noch Action. Das ist mir jetzt schon wieder zu weit weg, also ziehen wir rein. Und jetzt testen wir das Ganze auch nochmal so auf ungefähr 80 cm Tiefe. Regenbogenstint. Immer wieder tricky das Teil. So, 80 cm. Wieder raus, vielleicht nicht ganz so weit. Gucken wir mal direkt hier vorne, wobei das ist schon jetzt wirklich sehr nah. Aber wäre ja nice, wenn auch das funktioniert hier. Und dann gleich nochmal wieder ein bisschen weiter und wieder weiter raus. Und testen und zusehen, dass man das eben alles hinbekommt innerhalb der kurzen Zeit, wo wir hier eben, ja, die Fangzeit haben. Also immer schön probieren. Nachts können hier natürlich auch noch die anderen Kandidaten auf Grund reingehen. Jetzt kontrolliere ich mal eben kurz hier die Route. Ne, da war nur Gezuppel, ist wohl abgehauen. Hier auch gar nichts. Das heißt, ich werfe jetzt nochmal weiter raus wieder
auf, ja, so ansatzweise 15 Meter, ohne das jetzt hier so zu klippen. Ja, das waren jetzt vielleicht eher 10 Meter. Gleich nochmal ein bisschen weiter aufladen und noch ein bisschen weiter raus. Aber vielleicht klappt das ja hier auch schon. Da haben wir schon einen dran, jawohl. Das ist doch schon mal wieder ein gutes Zeichen. Regenbogen Stint, 84 Gramm. Das ist doch nicht schlecht. So, wenn das jetzt hier läuft, das ist natürlich auch eine gute Entfernung hier gerade noch für Stippe und Co. Also da sollte man mit einer Stippe natürlich noch locker hinkommen. Und auch von der Breite her, ne, dass man das hier so eine Zeit lang mit der Stippe dann treiben lässt. Ich glaube, das passt auch noch ganz gut. Zack, der nächste. Jawohl. Also, das schmeckt natürlich auch. 124, sie werden größer. Gerne mehr davon. Vielleicht ballert ja hier gleich noch die Trophy rein. Oder ich mache gleich Borkenkäfer. Borkenkäfer. Der doppelte Borkenkäfer. Das wäre natürlich auch der Burner. Einfach mal testen, ob wir hier nicht noch dickere Regenbogenstinte hinkriegen. Vielleicht ist es aber auch, wenn ich das gerade sehe, hier vorne waren die Einschläge. Vielleicht müsste ich auch gleich mit den Grundruten ein bisschen weiter links rüber. 150, 145 ist auch, ja, durchaus noch hier, ne? Und wenn man dann so nach da zur Insel wirft, auch durchaus eine Option. Das ist halt immer, ne? Man ist zwar am gleichen Spot, aber man wirft ja nicht immer exakt an die gleichen Stellen. Von daher, oh, jetzt geht hier was los. Den ändere ich aber schon mal und werfe gleich nochmal ein bisschen anders aus. Und es kann halt durchaus sein, dass sich hier zwei Spots nebeneinander befinden und zack, da mal was dran. Und sich dann quasi, ja, dass man quasi so halb neben einen Spot wirft, wo der läuft und dann auf einem anderen Spot daneben läuft der vielleicht weniger gut oder vielleicht sogar gar nicht mehr aufgrund. So, jetzt mal ein bisschen weiter links geworfen. Nochmal ein bisschen weiter raus. Wir haben da vorne so ein bisschen so einen dunklen Schatten. Das ist immer ganz geil, diese Schattierung auf dem Wasser, die bleiben ja so. Klar, jetzt hier vorne an der Rutenspitze sieht man diese leichten Spielereien, aber die kommen halt immer wieder, immer wieder. Das hatte ich damals auch beim Tugun-Angeln so gemacht. Man sieht immer wieder diese Wellen hier im Wasser, die immer wieder diese gleichen Schatten auch werfen. Und wenn man dann immer wieder in diese gleiche Welle reinwirft, dann hat man auch ungefähr immer wieder den gleichen Spot. Oder man, wenn man dann zu weit geworfen hat, so, dann zieht man einfach nochmal ein bisschen zurück und dann lässt man da einfach wieder weiter treiben, dass man dann einfach genau wieder in der gleichen Area ist, wo man hinwerfen will. Und dass man dann dementsprechend auch versucht, wenn da schon was reingegangen ist, immer wieder an der gleichen Stelle auch die Brocken zu kriegen. Was man natürlich beim Posenangeln auch immer mit berechnen muss, gerade bei dem Treibangeln, wir laufen ja, also wir haben den Spot, der Köder treibt da durch den Spot, durch die Area. Der Köder triggert einen Fisch, der spawnt, natürlich nicht direkt on point, sondern der spawnt 15 Meter weit, zu spät, 15 Meter weit weg. Und bis der dann zum Köder gekommen ist, treibt die Pose natürlich, gerade bei der Geschwindigkeit hier, ziemlich schnell noch weiter. Das bedeutet, immer noch wieder mit berechnen, also wenn wir jetzt hier auswerfen, wir treiben jetzt durch den Spot, der Fisch spawnt noch weiter hinten, schwimmt jetzt an, schwimmt, muss jetzt die ganze Zeit hinterher schwimmen und kommt dann erst da an. Das heißt, der Spot ist jetzt 2 Meter weiter hinten gewesen, wo er eigentlich getriggert hat. Und wenn man dann sagt, oh, er hat da vorne gebissen, fangen wir auf einmal nichts mehr. Das heißt, ist er hier gespawnt, ist hier getriggert, in der Area und nicht hier vorne 2 Meter weiter, weil ja, der Fisch braucht halt ein bisschen Zeit, bis er da ist. Manchmal hat man das Glück, das sieht man ja auch immer wieder an der Belaya zum Beispiel, da ist das ganz häufig, man schmeißt einen Köder aus, der trifft auf die Oberfläche, zack, Biss. Das heißt, man trifft genau an die Stelle, wo quasi auch so ein Spawn ist, wo die Fische quasi auf einmal dann ankommen, zack, sofort ist der Fisch da, kommt aus der Tiefe vielleicht angeschossen oder so
und snackt sich den Köder direkt weg. Regenbogenstint, hier ist der nächste gerade reingerasselt. 245 Gramm auf UL. Bestimmt auch durchaus eine Möglichkeit, das hier mal mit kleinen Spinnern zu testen. Das mache ich vielleicht in den Morgenstunden gleich nochmal. Ja, jetzt soweit hier weiter probieren auf Grund. Vielleicht teste ich auch nochmal gleich andere Köder. Also testen, testen, testen. Da geht der nächste Wochenrekord rein. Regenbogenstint auch wieder auf UL. Richtig, richtig nice. Also ausprobieren auf den Regenbogenstint, wenn ihr ihn noch nicht habt. Auch kohlemäßig gar nicht verkehrt, das Ding. Gerade wenn die halt so 100 Gramm plus sind, dann lohnt es sich tatsächlich. Aber, naja, ich sag mal, vielleicht so für alle, die das nebenbei machen, vielleicht hauptsächlich nochmal hier mit dem Spinning aktiv sein. Da natürlich hier schön, gerade an der Position, ne? Das hier ist eine ganz klassische Spinning Area. Also hier einfach mit dem Spinner aktiv sein. Hier geht einiges. Silberlachs, Rotlachs, Dollywaden sind hier. Also hier kann man wirklich viel auch mit dem Spinner aktiv sein, wenn man hier was sucht und nebenbei dann einfach, ihr seht es ja an der Frequenz, nebenbei auf den Regenbogenstint auswerfen und dann mit Glück einfach beides abhaken. So, Petri Lümmels zieht raus die Brocken. Wenn es gefallen hat, Daumen da lassen. Kanal abonnieren gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer schön 4 Stunden am Stück. Ab 19 Uhr Russian Fishing 4 live im Stream auf YouTube und auf Twitch. Und zurzeit auch jeden Tag immer schön mindestens nochmal 2 Stunden am Tag Trophy-Suche. Denn ich brauche noch sowas wie den Regenbogenstint. Petri Lümmels, bis zum nächsten Mal.